Hallo, grüß euch. Ich mache heute eine Mohntopfentorte. Fast kein Mehl drinnen. Und zwar habe ich da von 7 Eier jetzt in Schnee geschlagen mit Feinkristallzucker. Das ist aber angegeben im Rezept, da kommen 160, glaube ich, sowas kommen da Zucker rein. Da habe ich ein Butter, wachsweich, 200 Gramm. Da tun wir jetzt den Zucker dazu. Und lassen das schaumig, richtig schön schaumig aufschlagen. Und dann tun wir die 7 Dotter, was jetzt da übrig geblieben sind für die 7 Eier, einfach Dotter für Dotter rein, dass sich es immer schön verbindet. Tut es bitte nie auf einmal alles rein, weil dann haut es euch alles zusammen und das gerinnt euch und grieselt und was ich was alles. Ich muss mich jetzt nochmal entschuldigen, dass ich immer in Dialekt rede. Die kriegt dort immer manchmal blöde Kommentare, dass man mich nicht unhochen kann. Aber es, die, was mich nicht unhochen können, weil ich Dialekt rede, die brauchen mich auch nicht unhochen. So ist das leider. Ich kann nicht auf, ich glaube, das war eine Ausländerin, den Namen nach, eine Türkin oder Jugoslawin, habe ich überhaupt nichts dagegen, aber ich kann leider jetzt auch nicht alle Sprachen lernen. Gell? Zucker, Butter, sehr schaumig. Da bin ich jetzt wieder, das ist ganz schön schaumig. Da tun wir jetzt eine Prise Salz rein. Dann tun wir eine an Vanillezucker. Das ist immer mein selber gemachter. 10 Gramm. Das ist ungefähr. Und dann Topfen. Ein bisschen anderer Topfen-Mohnkuchen, als wenn man es gewöhnt ist. Normal. Da hat man einen Mürbeteig machen, eine Topfenfülle auf und dann eine Mohnfülle auf und dann ein Topfen. Ich mache es heute einmal ganz anders. Ich mache heute einfach einen Kuchen mit dem ganzen. Jetzt. Das ist immer im Geschirrspüler, gell, wenn man was braucht. Einfach ein Schneebesen. Entschuldigung. Und da tun wir jetzt. Ich habe das Backrad auf 165 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und da tun wir jetzt. Das ist eine total schöne Masse dran. Da tun wir jetzt abwechselnd den Schnee. Ein Mehl, aber ganz wenig Mehl, 40 Gramm. Und ein Mohn, 240 Gramm, das sind 250. Und das tun wir jetzt langsam einrühren. Das darf man jetzt nicht mehr zu schnell rühren. Das erste Mal geht es eh noch besser, aber dann in Schnee einfach langsam einrühren, dass euch das alles nicht zusammenfällt. Das erste Drittel kommt ein bisschen flotter, aber dann das nächste mit dem Schnee. Langsam.
Und das fülle ich jetzt da ein, das tue ich jetzt mit Back dran fett. Einfetten die Form und fülle den Tag ein. Und das lassen wir ungefähr eine Dreiviertelstunde backen. Und wenn sie fertig ist, dann tun wir sie mit Marmelade bestreichen und tun Zitronenglasur auf. Ich finde immer Mohn-Zitronen, das passt einfach total gut zusammen. Also, ich tue das jetzt einfetten mit dem Backtränkfett, das ich da schon drinnen habe. In den Tag einfüllen und lasse ihn eine Dreiviertelstunde backen. Und dann bin ich wieder bei euch. Für dich dabei. So, da bin ich wieder. Kuchen ist fertig. Jetzt habe ich da eine Marillenmarmelade und einen Löffel Zucker, einen Löffel Wasser dazu, damit das ja ein bisschen dünnflüssiger wird. Und da streichen wir jetzt den Kuchen ein. Bevor wir die Glasur aufwickeln, das tut es nämlich ein bisschen versiegeln und der Kuchen bleibt saftig. Und Marmelade ist immer, finde ich, für einen Kuchen gut. Das bleibt jedem überlassen, wie viel er Marmelade nimmt. Ich habe da 2-3 Löffel genommen und einen Löffel Wasser und habe es einfach aufkochen lassen. Jetzt habe ich da drinnen 200 Gramm Stockzucker und da geben wir dazu eins, zwei, drei, es geht sich genau aus, vier und da richte ich mal die Pistolen her. Weil das müssen wir auf 40 Grad erhitzen. Weil dann wird es schön flüssig. Da kann man es schön über den Kuchen schütten. Ich kann da jetzt noch ein paar Tropfen rum dazu tun. Das tun wir aber nicht. Ich mag ganz gerne Zitronenglasur. Es dauert jetzt noch ein bisschen. Ich schalte dabei aus. Und wenn das Wasser heiß ist, dann schalte ich ein und zeige euch, wie das geht. Fährt euch dabei. So, das Wasser kocht. Jetzt wird das natürlich, durch das, dass sich der Zucker jetzt auflöst, ein bisschen dünnflüssiger. Jetzt haben wir gleich 40 Grad. Na super. Jetzt tun wir da ein Geschirr ein bisschen drunter. Dann schwört man das ein bisschen zu heiß. Und das tun wir jetzt einfach über den Kuchen schütten. Es ist ein bisschen vielleicht neben Abirin, das ist am schönsten, finde ich. Und das lassen wir jetzt hart werden und dann schneiden wir ihn an. Das ist, der geht zuerst auf, der schreckt es nicht ein bisschen und wenn er langsam abkühlt, geht er natürlich ein bisschen zusammen, weil da ist ja fast kein Mehl drinnen. Schmeckt sicher gut, richtig saftig und mit der Glasur mag ich das total gern. Zum Mond, zum hellen Mond passt das total gut. Ich wünsche euch wieder mal gutes Gelingen. Vielen, vielen Dank fürs Videoschauen, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch und einen schönen Abend noch und einen guten Appetit. Pfiat euch.